So, hallo. Heute stelle ich euch das ballistische Pendel vor. Das ist eine Anwendung vom Impulserhaltungssatz. Und weil es eine sehr schöne Anwendung ist, wollte ich die sehr detailliert vorstellen. Was ist ein ballistisches Pendel überhaupt? Naja, ballistisch ist ja immer was mit Waffen oder mit allgemein mit Schussobjekten. Und ein ballistisches Pendel soll die Schussgeschwindigkeit einer Kugel bestimmen. Dazu haben wir einen weichen Pendelkörper aufgehängt, wobei weich bedeutet, dass die Kugel halt in ihn eindringen kann und dort stecken bleibt. Das ist ein super Vorteil, weil dadurch haben wir einen vollkommen inelastischen Stoß, bei dem wir eben danach nur eine gemeinsame Geschwindigkeit haben. Und warum brauchen wir überhaupt so eine komische Vorrichtung, um dann irgendwie aus dem Pendel heraus die Geschwindigkeit der Kugel zu berechnen? Naja, weil eine Kugel ist sehr, sehr schnell. Das heißt, wir können uns nicht mit der Stoppuhr irgendwie daneben stellen und die Geschwindigkeit messen. Auch mit Schall, also kurz gesagt Radar, ist es schwierig, weil Radar so kleine Objekte nur sehr, sehr schwer aufnehmen kann, wenn überhaupt. Und deswegen brauchen wir so eine indirekte Methode. Schauen wir uns jetzt erstmal die Grundvoraussetzungen an oder die Variablen. Und zwar, wir nennen unsere Kugel immer 1, also hat sie die Masse 1. Und unseren Pendelkörper nennen wir dementsprechend immer Objekt 2, also mit der Masse 2. Gerade haben wir gesagt, dass der Impuls natürlich erhalten bleibt, auch beim vollkommen inelastischen Stoß. Das heißt, wir können schon mal sagen, dass P vorher gleich P nachher ist. So, damit haben wir schon mal unseren ersten Erhaltungssatz. Und weil sich zuerst ja nur die Kugel bewegt und nicht der Pendelkörper, das Pendel ruht unten, haben wir zu Beginn einen Impuls von M1 mal V1. Und das wird auch das sein, was gesucht ist. Ich rahme es gleich mal ein, weil das ist ja die Geschwindigkeit der Kugel vor dem Stoß. So, das wird dann zu einem Impuls danach und der bleibt ja immer erhalten. Und hier verschmilzt die Kugel mit dem Pendelkörper, also haben wir danach eine Masse M1 plus M2, die schwingt und zwar mit der Geschwindigkeit, sagen wir einfach V'. Das V' mache ich schwarz, weil es ist ja sowohl von der Kugel als auch vom Pendelkörper. Das heißt hier, ich male mal eine völlig zerstörte Kugel in das Pendel, das soll dieser zerquetschte Punkt sein. So, das war also unsere Grundvoraussetzung. Und nun müssten wir das nur noch nach V1 auflösen. Also steht dann da, V1 ist, naja, das ist schnell geschehen, einfach durch M1 geteilt. Farben lasse ich jetzt mal weg. Haben wir also M1 plus M2 durch M1 mal V'. Und die ganze Geschichte wäre jetzt schon vorbei, wenn wir dieses V' hätten. Also ihr seht, ich habe einfach nur den Impulserhaltungssatz umgeformt und wenn V' gegeben ist, weil die Massen kann ich immer messen, dann könnte ich nur noch einsetzen und hätte das Ergebnis. Jetzt ist es aber so, dass das Pendel ja ab dem ersten Moment schon an Geschwindigkeit verliert, weil es ja dafür nach dem Aufprall der Kugel an Höhe gewinnt. Das heißt, ich lasse das Ganze hier mal auspendeln, das male ich gestrichelt, zack, 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 zack. Wir lassen es also sehr stark pendeln und dann schwingt es hoch. Also wandelt sich ja die Ekin, also die kinetische Energie unten, stetig in potenzielle Energie durch die Höhe um, bis es eben oben die maximale potenzielle Energie hat und dafür Ekin komplett verschwunden ist. Und deswegen ist es irgendwie schwierig, die Geschwindigkeit direkt nach dem Aufprall auch vom Pendelkörper zu messen, obwohl der nun viel langsamer ist. Wir müssen also einen Trick anwenden, um auf V' zu kommen, und das ist quasi unser zweiter Schritt. So, wie schon gesagt, wir nutzen den Energieerhaltungssatz. Also Ekin Pendel unten ist Epod Pendel oben. Wir überlegen uns wieder, was wir einsetzen müssen. Naja, die Masse ist ja die vereinigte Masse, das heißt, auf der Ekin-Seite habe ich ein halb in Klammern M1 plus M2 V. So, das V lasse ich jetzt mal noch einfach so stehen. Quadrat ist gleich M, also wieder M1 plus M2 mal G mal H. So, dieses V, da habe ich ja gerade schon ein Wort darüber verloren, dass das wichtig ist. Naja, es ist das V, nachdem die Kugel im Pendelkörper eingetroffen ist. Und das ist unsere Connection zum oberen, weil
Hier haben wir auch die Geschwindigkeit nach dem Eintreffen der Kugel, nämlich das V'. Also ist dieses V' gleich diesem V in der Formel der kinetischen Energie, das ich damit auch gleich als V' bezeichne. Super, das heißt, wenn ich nach dem V' auflöse, dann kann ich aus dem Energieerhaltungssatz heraus das V' berechnen, oben einsetzen und fertig ist die Geschichte. Gut, starten wir damit. Wir sehen schon, auf beiden Seiten kürzt sich die Masse raus, weg damit. Dann multipliziere ich noch mit 2 und ziehe die Wurzel und habe dastehen, dass V' gleich die Wurzel von 2 mal g mal h ist. Und damit wären wir schon fertig, wenn wir die Höhe gut messen können, um die das Pendel hochschwingt, also die Größe, die ich hier gleich in gelb einzeichne. Wir gehen mal einfach hier machen wir es mal ganz genau. Man müsste vom Schwerpunkt der Kugel ausgehen. Das heißt genau von der Mitte der Kugel. Also verlängere ich hier auch meine Längen in die Mitte der Kugel. Das heißt, mein Höhenunterschied wäre von diesem Niveau auf dieses Niveau. Also hier H. Das ist jetzt ein einfacher Aufgabentyp. Das H ist eigentlich heutzutage auch gut messbar. Wir schauen uns aber noch historisch an, wie die Maschine, also das ballistische Pendel, ursprünglich funktioniert hat. Weil ursprünglich hat es nicht die Höhe gemessen, sondern den noch genauer messbaren Ausschlagswinkel, den wir hier türkis einzeichnen und Alpha nennen. Also, wenn wir das historische Pendel anschauen, müssen wir jetzt noch einen Trick finden, wie er aus diesem Winkel Alpha zu der Höhe h kommen. Eine Hilfsgröße brauchen wir noch, nämlich diese Länge L vom Seil bis zur Mitte der Kugel. Wir sehen, da die Kugel hier ausschwingt, ist hier L natürlich auch an der zweiten pinken Linie. Gut, also machen wir den dritten Schritt, der aber nicht immer notwendig ist. Wie gesagt, heutzutage kann man die Höhe schon auch gut messen. Die Rechentricks, die ich euch jetzt zeige, sind nicht nur historisch wichtig, sondern tatsächlich auch für ganz viele Rechnungen aus der Oberstufe. Wer also in der Oberstufe Physik weiterblickt, sollte sich diesen Teil ganz genau anschauen, weil sehr, sehr viel über Winkelrechnung geht. Zum Beispiel bei sich radial ausbreitenden Wellen ist das immer eine ganz wichtige Geschichte. Gut, das heißt, um mit dem Winkel gut umzugehen zu können, brauchen wir erstmal ein rechtwinkliges Dreieck. Wir haben hier schon die nach unten hängende Kugel, die steht ja schon mal schön senkrecht zum Boden. Also mache ich mir eine Hilfslinie, nämlich eine waagrechte, die genau auf der Höhe der ausgeschlagenen Kugel beginnt und dann mein Seil zu Beginn schneidet. Und ihr seht, dass ich jetzt hier oben dieses Hilfsdreieck habe. Ich rahme es ein, genau, mit dem ich weiterarbeiten kann. In diesem Hilfsdreieck ist jetzt die gestrichelte pinke Linie L gegeben, Alpha gegeben und die Frage ist, was gesucht ist. Die Höhe finde ich ja hier nicht direkt, weil die Höhe ist ja hier versteckt, beziehungsweise ist es natürlich dieselbe Strecke wie hier. Also kann ich die Höhe auch hierher zeichnen. Und das ist super. Weil, wenn ich mir jetzt hier das H rausnehme, kann ich einfach weiterrechnen, indem ich brump, mir diese Strecke ausrechne, die ich gerade dunkelblau mache. Ich nenne sie mal L', weil die liegt in meinem Dreieck. Kann ich also mit einem der trigonometrischen Sätze berechnen. Und wenn ich die pinke Länge nehme, habe ich ja die Gesamtlänge und davon jetzt mein L' abziehe, bleibt h übrig. Also ist unser temporäres Ziel, L' zu berechnen. Jetzt müssen wir also nur noch schauen, welcher Winkelsatz passt, um L' zu berechnen. Gegeben ist eben die Hypotenuse, das gestrichelte L, und gesucht ist die Ankathete, weil ja das L' direkt an meinem Winkel Alpha anliegt. Gehen wir kurz den Hilfssatz durch. Gaga hak. Aha. Also ist es der Cosinus. Cosinus Alpha ist dann gleich die
An-Kathete durch die Hypotenuse. Das ist die allgemeine Formel, angewendet auf unsere Situation, steht also da, Cosinus Alpha ist L', was wir suchen, durch das L, was gegeben ist. Naja, ich habe schon gesagt, L' suchen wir, also stellen wir das Ganze um. L' ist dann gleich Cosinus von Alpha mal der Länge. Und damit sind wir eben fast fertig, weil L' ist ja noch nicht unser Gesamtergebnis, sondern endlich letzter Rechenschritt. Die Höhe ist ja gleich L minus L'. Und L' war ja die obige Formel. Also habe ich da stehen als Gesamtformel für H L minus den oberen Teil, also Cosinus Alpha mal L. Einfach durchs Einsatzverfahren. Ich streiche es mal an. Also das hier ersetzt mir hier mein L'. So, sehr viele Rechenschritte waren jetzt nötig. Es waren aber nur trigonometrische Spielereien im Endeffekt. Und all dieser Terz war quasi nur notwendig, um mein H rauszubekommen. Und jetzt sage ich noch einmal quasi das Verfahren von hinten nach vorne, weil es so schön ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus dem Winkel mein H berechne, dann weiß ich, wie hoch die Kugel geschwungen ist. Also kenne ich die potenzielle Energie. Weil ich die potenzielle Energie kenne, zack, hier, weiß ich auch, dass das die kinetische Energie unten war. Die kinetische Energie unten hat das System nur bekommen durch meinen Impuls, der von der Pistole übertragen wurde. Das heißt, hier ist eben die Connection des V'. So, also kann ich mit Hilfe von Ekin gleich Epod V' berechnen. Durch die Geschwindigkeit der Kugel nach dem Aufprall komme ich dann, batsch, auf die Geschwindigkeit vor dem Aufprall. Und die Geschwindigkeit vor dem Aufprall ist eben die Geschwindigkeit, mit der die Kugel von der Pistole losgeschossen wurde. Und das Tolle ist, all das hat schon quasi drinnen, dass sich die Kugel verformt. Das heißt, diese Energieverluste, gell, Vorsicht, Energieverluste darf ich ja eigentlich nicht sagen, sondern diese Energieumwandlung von kinetischer in Verformungsenergie, sind schon mit einberechnet und stören uns überhaupt nicht. Das Einzige, was wir hier an echten, nicht betrachteten Energieumwandlungen haben, ist eben nur ein bisschen Reibung mit der Luft. Die ist bei so einem Pendel aber wirklich gut vernachlässigbar bei der ersten Schwingung. Also kriegen wir wirklich extrem genaue Ergebnisse raus. Und alles nur wegen einem kleinen mathematischen Trick. Das finde ich sehr erfreulich. Ich hoffe, ihr erkennt auch, wie elegant diese Art ist. Und ja, ein Zahlenbeispiel mache ich an dieser Stelle nicht. Das könnt ihr euch dann woanders anschauen, sondern hier wollte ich nur das Prinzip erläutern. Viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Video. Tschüss!